Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ja, wir haben in der letzten Folge hier mal die kleinen Zäune hingemacht. Gefallen mir persönlich sehr gut, muss ich sagen. Das sind nochmal eine schöne Ergänzung auch für die Wegränder. Die man da ganz gut nutzen kann. Auch hier, hier vor könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen, wenn ich da Platz habe, das davor zu setzen. So die Art. Na doch, das glaube ich, das sieht dann, ja, sieht dann glaube ich ganz schick aus. Doch, das wird. Das gibt es nochmal. Oh, hier muss ich jetzt gerade mal gucken. Ah, die sind schon wieder durch. Sind die durchgebackt? Wie viel hatte ich hier reingetan? Ich weiß es gerade gar nicht. Hatte ich die alle reingelegt in die Kiste? Ich glaube ja. So, müssen wir mal gucken. Ja, aber das Update hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Ja, da müssen wir echt mal gucken, was wir noch so an schicken Dingen mit diesen Zäunchen machen können. Ich freue mich schon drauf. Wo renne ich überhaupt hin? Ich muss doch da hoch. Ich will ja schließlich pennen gehen. Wir haben Frühling, ja. Okay. Ach, hier die Zäunchen, ja. Ich habe Stöcke dabei. Ach, die anderen hätte ich auch noch gerade bauen können. Ich habe ja genug Stöcke dabei gehabt. Naja, egal. Renne ich jetzt nicht nochmal zurück. So. Sehr schön. Dann würde ich hier vielleicht auch nochmal sowas in der Art hin machen. Da können wir das dann eher so. Und hier dann auch nochmal so ein. So, dann haben wir hier den Weg nämlich ein bisschen besser gekennzeichnet, aber nicht so riesen Zäune da drin. Finde ich mega. Ich mag das total. Oh, hier hätte ich vielleicht auch noch einen hinmachen sollen. Machen wir gleich. Wir haben ja noch genug Material dabei. So, und dann hier. Auch nochmal so niedriger. Sehr schön. Da können wir dann vielleicht auch noch Fackeln oder irgendwas hinmachen. Muss ich mal gucken, was mir da so einfällt. Jetzt gehen wir aber erstmal. Hallo, mein Schatz. So, ich sag mal gute Nacht. Neuer Tag, neues Glück. Guten Morgen, meine Liebe. So, was beschäftigt dich denn so im Moment? Du hast wieder eine Wolke gesehen, wie ein Schloss aussah. Okay, und wie steht es um unser Königreich? Es fehlt Handwerksmaterial. Goodbye. Doch, das ist... Da hier machen wir hier aber auch noch... Auch noch so kleine...
wenn es denn geht. Da ist ein ganz kleiner Moment. Und hier... So. Ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt. Gucken wir mal. Haben wir noch Quests zu erledigen? Ich glaube nicht, ne? Nö, sind alle erledigt. Sehr gut. Und wir sind im Tag 6. Oh, wir sind am letzten Tag heute. Da müssen wir aber mal gucken, ob unsere Landwirte alles geschafft haben oder ob wir da noch irgendwie tätig werden müssen. Und hier können wir auch noch kräftig bauen. Das scheint eingesät zu sein. Ich weiß, ich kann das auch im Menü anschauen, aber ich will das lieber so inspizieren wie... Oh, wo laufe ich denn lang? Wie Xabor das auch inspizieren würde. Ah, hier können wir jetzt auch dann schön so einen kleinen Mini-Zaun hinmachen. Für sowas sind die auch immer perfekt. Ich liebe die Mini-Zäune. Beste Idee ever. So, hier ist auch fertig. So, was haben wir denn eigentlich alles an... Ich glaube, das eine ist Flachs, was fehlt. Da ist einmal die Jagdhütte. Ja, die ist nicht fertig. Scheune fehlt Material. Kein Mohn mehr, das ist okay. Mach mal ein bisschen mehr Tierfutter noch. So, und hier. Schmiede. Da fehlt Leingarn. Die Näherei produziert aber wieder welches, oder? Habe ich das ausgestellt jetzt? Du machst schon mal keines. Ihr macht auch keines. Ihr macht auch keines. Und ihr macht ebenfalls keines. Oh, so war das nicht gedacht. Mach du mal weniger Pelzschuhe. Und dafür Leingarn. Ich hab keinen Flachshalm mehr. Ich dachte, ich hätte welchen geholt. Haben die den schon wieder aufgebraucht gehabt? Nun denn. Den einen Tag überstehen sie auch so. Da stelle ich jetzt nichts mehr groß um. Das hier ist eingesät. Das hier ist auch eingesät. Ne, das ist noch nicht fertig. Oh, das müssen sie aber noch fertig machen. Hier könnten wir eigentlich auch schön... so einen niedrigen Flechtzaun hinmachen. Was gibt's denn hier für Hindernisse? Unzureichende Länge, auch so. Hm.
Wobei, so können wir es, glaube ich, lassen. Der gefällt mir echt mit am besten, der hier. Der andere ist schon, der mit den Brettern ist schon fast wieder zu hoch für so Sachen. Ja, zum Koop-Modus kann ich jetzt noch nichts Neues sagen, by the way. Weil heute ist Montag, wo ich aufnehme, da habe ich bis jetzt zumindest noch keine neuen Infos gesehen. Doch, so gefällt mir das ja. Hier müssen sie noch Dünger verteilen. Ich hoffe, wir haben noch Dünger. Ich guck mal weiter. Vielleicht machen wir das gleich einfach auch noch. So, was haben wir hier noch? Das ist fertig. Das ist fertig. Das sieht auch fertig aus. Jawohl. Das ist fertig. 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 Ich esse mal gerade was. Weil das Essen muss ja jetzt auch weg. Oh, ich habe noch Fleisch. Ein Fleisch mit Soße. Zwei Pilzsuppen. Dann haben wir das auch weg. So, und hier ist fertig. Hier ist noch nicht eingesät. Feld 5. Was soll denn da rein? Jetzt muss ich doch mal hier gucken. Feld 5. Oh, das steht noch auf Roggen. Ups, das habe ich vergessen umzustellen. Da machen wir, glaube ich, Zwiebeln rein. Ne, das sind Zwiebeln, ne? Das ist rote Beete. Da haben wir zwei Felder mit Zwiebeln. Da haben wir eins mit Möhren. Brauchen wir noch eins, machen wir halbe halbe, ne? Machen wir Möhren. Möhren und rote Beete vielleicht noch ein bisschen. Aber definitiv keine Zwiebeln. Also Karotten und rote Beete. So, wollen wir beibehalten. Wir können ja Mischbepflanzung machen. So. Die sind fertig. Ist gut, dass wir geguckt haben. Das ist fertig. Das ist fertig und das ist ja vom Winter noch. So, da kommen sie eingetrudelt. Hier könnten wir auch schön noch so den kleinen Zaun hinmachen. Ich weiß gar nicht, ob meine Arbeiter da drüber laufen können. Die finde ich total schön. Vielleicht machen wir hier auch noch ein paar Pflänzchen dahinter. So in Form von... Oh, was habe ich denn da gemacht? So war das nicht gedacht. Es kommt von der... Aber ich kam nicht näher dran, ne? Tatsächlich, ich komme einfach nicht näher dran. Nun denn, dann halt so. Dann eben so.
Hier könnten wir auch noch. Oh. Entschuldigung, wollte ich nicht stören. Könnten wir theoretisch auch noch, aber ich glaube, das lassen wir. Ich könnte aber gerade mal das Fleisch noch abliefern. Das habe ich ja eh in der Tasche. Das machen wir mal. Fleisch und die Speise morcheln. So, das war's. Hab ich irgendwas noch was verdirbt, was wir vielleicht noch verkochen müssen? Eimer mit saurer Milch. Die werden schlecht. Die müsste ich vielleicht noch verkaufen. So, dann könnte ich jetzt noch 35 Kilo. So, ein Gewichtstrank. Dann gehen wir die mal gerade vertickern in Hornika. Unser Lieblingsabsatzmarkt für sowas. Die sind schon am Einsäen, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Sehr gut. Guten Morgen, die Dame. Da hinten müsste es auch weitergehen. Jawohl, da sind auch Leute. Perfekt, so lobe ich mir das. Und hier müsste ja auch eingesät sein, ne? Ja, das sieht gut aus. Das wird schön werden im Sommer, wenn die dann blühen. Freue ich mich drauf. Diedel, 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 dumm. Verteilen wir das gerade mal, so gut es geht. Nachher holen wir das aber hier aus dem Lager, weil das ist näher. Deutlich näher. So. Du brauchst doch bestimmt saure Milch, oder, Leonard? So. Cool, der hat immer noch Geld und wir keine Eimer mehr. So, dann holen wir mal die nächste Fuhre. Bin gleich wieder da. Farewell. Bin gleich wieder da. Sehr schön, hier mache ich gerade mal die Kräuter und Disteln und alles rein, dass wir das Lager, Inventar was leerer kriegen, dass ich mehr Dings tragen kann. Eimer mit saurer Milch. So, wir haben 38 Kilo frei. Pflaumen haben wir auch noch. Sollte ich da vielleicht Dings draus backen? Oh,
Oh, 158 Kilo. Das ist zu viel. Das ist doch ein bisschen viel. Das holen wir gleich und dann kann ich vielleicht mal noch gucken, was. Oh. Wie viel Pflaumenkuchen oder sowas verbrauchen würden. Pflaumensaft ist leider nicht so viel. Das sind, glaube ich, 5, oder? Maximal, ja, 10 wäre natürlich okay. Dann müssten wir 15 Saft machen. Ich guck gleich mal. Hi. Greetings. Trade is in my nature. Ja. So. Mach's gut. Take care. Hi, Carolina. Zeig mir mal bitte deine Ware. So. Dann kriegst du die hier. Hast du eigentlich Puppen? Hast du. Hattest du. Mach's gut. Take care. Sehr schön. Dann holen wir nochmal eine Fuhre und vor allen Dingen, ich gucke jetzt dann mal. Also entweder, ich muss jetzt mal gucken, wie viel das sind. Entweder wir machen Quark draus. Eine Möglichkeit. Damit leveln wir natürlich auch gleichzeitig noch. Muss mal gucken, wie viel waren das denn jetzt? Hm. 26, 27. Ich glaube, die verarbeiten wir gerade mal. Und dann Pflaumen. Da muss ich noch mal gucken, was wir daraus machen können. Dann machen wir gerade mal Quark draus. Wohnt hier jemand? Tibalda. Ich hoffe, sie verzeiht es mir. Anderes Quark. So. 268? Nee, Moment. Das lassen wir. 268 macht 28 A10. Ja, Entschuldigung. Mein Fehler. Das war mein Fehler. Die machen wir natürlich nicht. Bis ich damit fertig bin, ist ja Winter. So ungefähr. Die verkaufen wir dann doch noch. Und den Quark vielleicht gleich mit. Entschuldigung. Hi, Carolina. Zeig mir noch mal deine Waren. Trade is in my nature. Ja, so. Die kriegst du und den Quark kriegst du auch. Ich habe ja doch bestimmt noch Eimer jetzt, oder? Nee, ach so, genau. Mach's gut. It was nice seeing you. Jo, würde ich auch sagen. So, dann gucken wir mal wegen den Pflaumen. Entweder wir backen Kuchen draus. Ich muss aber gerade mal in der Technologie gucken, weil die Küchen sind ganz schön weit weg. Wo wir Kuchen backen könnten. Küche 2 ist das, glaube ich, oder? Fladenbrot? Nee, Küche 3. Küche 3 gibt es überhaupt nicht. Bärenbrei? Ist das bei der Schenke mit dabei? Pflaumentarte. 10 Pflaumen, 10 Mehl, 4 Eier und 5 Wasser. Okay, 150 Pflaumen haben wir. Das heißt, wir brauchen 150 Mehl. 40. Eier.
Das machen wir. Backen wir mal. Die 15 Torten kriegen wir hin. Das hole ich aber hinten aus dem Lager. Schleppe jetzt nicht das ganze Zeugs mit mir rum. Ich bin doch nicht bekloppt. So. Wir müssen ja eh hier hinten hin zu den Küchen. Die sind aber drin geblieben, oder? Ja. Die sind drin geblieben, obwohl ich den Spielstand neu geladen habe. Muss ich jetzt nochmal ein Auge auf die... Dann können wir hier die Steine auch wegmachen. Dann würde ich da vielleicht auch Zäunchen hinmachen. Aber jetzt müssen wir erstmal Pflaumen holen. So. Da sollte ich vielleicht draufklicken. Jetzt brauchen wir erstmal die 150 Pflaumen. So, dann haben wir... Eimer mit Wasser und Eier. 60 Eier brauchten wir. Unter E könnte ich die finden, ne? So, 60 Eier. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und... 5 Eimer Milch sind 50, also 75. Oder nicht, also Moment, nicht mit Milch, mit Wasser natürlich. 5 Eimer, also 5 Einheiten Wasser, das heißt wir brauchen 75 Einheiten Wasser. Oh, wir haben gar nicht so riesig viel Wasser. So, 8 nehmen wir mit. Das muss ich mal im Auge behalten. Nicht, dass uns das Wasser hier ausgeht. Und dann brauchen wir jetzt noch 150 Mehl. Mehl. Die macht sich ziemlich gut, die Dame. So. Und jetzt brauchen wir noch einen freien Ofen. Der ist nicht frei. Der ist nicht frei. Der auch nicht. Aber hier frage ich dann mal kurz. Kinga, darf ich da gerade mal dran? Das wäre super von dir. Ne, Kanuta, Entschuldigung. Komme ich auf Kinga. Super, danke dir. So, Kuchen. Kirsch, Mohn, Fleisch, Obst. Pasteten und Tarten. Da haben wir es doch. Pflaumentarte. 15 Stück können wir machen. 15 Stück möchte ich auch machen. Sehr gut. Dauert jetzt halt ein bisschen, aber das kriegen wir hin. Muss einfach sein. So, die erste haben wir schon. Ich weiß, man kann das einstellen, dass ein Durchgang reicht. Falls mir das jemand in die Kommentare schreiben möchte, ich weiß es. Ich bin aber kein Freund von der ganzen Geschichte. Ich mag es eigentlich, wenn die Sachen die Zeit halt auch einfach brauchen, die sie brauchen. Das war auch nochmal interessant, wie das im Multiplayer geregelt ist. Ob das dann der den Host macht. Also ich gehe mal davon aus, dass das so ist, dass einer den Host macht und dann halt
glaube, bis zu 4 können insgesamt, also die 3 anderen dann halt quasi dessen Einstellungen übernehmen. Da gehe ich mal von aus. Wahrscheinlich, muss eigentlich so sein. Weil der muss quasi dann die ganzen Einstellungen machen, wie lange dauert eine Jahreszeit, wie lange, wie viele Häuser können gebaut werden, wie sind die Einstellungen, wie viel Schaden machen Tiere und das ganze Tralala. Und halt mit unendlich Gewicht oder eben nicht oder und all die Sachen. All das, was man also einstellen kann, müsste ja eigentlich über den dann laufen. Ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf den Multiplayer. Also vor allen Dingen auf die neue Map. Schöne ist ja, man kann sie auch im Singleplayer spielen, so wie es heißt. Also man muss nicht im Multiplayer spielen, aber Multiplayer ist wahrscheinlich schon spannender. Ja, und ob ich mich für die Beta bewerbe oder nicht, kann ich immer auch noch nicht sagen. Das ist, wie gesagt, wie es in der letzten Folge schon mal gesagt, oder vorletzten, ist eigentlich davon abhängig, wie die Bedingungen nachher für die Beta sind. Und wann die ist, natürlich auch ein bisschen. Wie lang die geht. Weil zum einen muss ich natürlich gucken, habe ich da überhaupt Zeit, wenn die Beta, die Closed Beta läuft. Und B, wäre natürlich schön, wenn man die dann auch zeigen dürfte. Aber ja, schauen wir mal, wie die Bedingungen sind. Closed Betas ist es ja oftmals leider tatsächlich so, dass man es eben nicht zeigen darf. Auch nicht groß drüber reden darf, keine Bilder posten darf, nichts. Ja, und dann wäre es für mich immer noch interessant. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil es mich reizt. Aber andererseits ist natürlich dann die Frage, habe ich dann überhaupt die Zeit dazu? Weil ich habe das ein oder andere Video hier auch auf dem Kanal zu machen. So, wir haben unsere Pflaumentaten fertiggestellt. Dann liefern wir die gerade mal hier ab. So, den Eimer mit Wasser und die Pflaumentaten. Das muss ich hier gerade mal gucken, wie viel Eimer Wasser haben wir denn? Das sind viel zu wenig. Wir haben 40. Achtundvierzig Einheiten Wasser. Da brauchen wir aber mehr. Ich schnapp mir gerade mal ein paar Eimer. 7 habe ich. So, dann machen wir mal ein paar Eimer voll. Muss ich ausrüsten? Machen wir auf die 2. Und dann gehen wir gerade mal Eimer füllen. Ist jetzt kein frisches Brunnenwasser, aber dafür frisches Bachwasser. Müssen sich die Leute mit zufrieden geben, aber ich glaube, die sind froh, wenn sie überhaupt Wasser kriegen. Wasser, Wasser. Sehr wichtig. Sieben Eimer haben wir noch. Ja, da muss ich echt mal gucken. Eventuell brauchen wir einen dritten Brunnen, ne? Wir haben 2 bisher. Aber ich habe das Gefühl, das reicht nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob die alle auf 100% stehen oder ob ich die runtergestellt habe. Das kann natürlich auch sein, dass ich die versehentlich, oder was ist das versehentlich, schon absichtlich runtergestellt habe, weil wir zu viel Wasser hatten. Da
Das gucken wir gleich mal. So. Ach so, ne, hier gehören die überhaupt nicht rein. Falscher Platz. Hier sind wir richtig. Ich muss gerade mal gucken, wie viel Eimer Wasser wir jetzt noch haben. Jetzt haben wir noch 5. Ja, einer mehr ist es geworden, habe ich den Eindruck. So, jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Wasser. Sehr schön. Dann gucken wir aber mal. Verwaltung. Gewinnung Brunnen. Der macht 100% Eimer mit Wasser. Und auch der macht 100%. 29. Halt. Der Ingolf. Stufe 10. Und der Edward ist Stufe 4. Der ist noch nicht so lange Wasserträger, kann das sein? Stufe 4, das ist ja fast. Ist ja okay, das erklärt natürlich, warum der so wenig hat. Da muss ich mal überlegen, ob wir noch einen dritten Brunnen bauen oder hoffen, dass der jetzt zeitnah levelt. Und wir sorgen dafür dann halt nebenher immer noch für Wasser. Oh, die könnte ich auch noch bauen. 1, 2, 3. 3 Elemente A. 4. Das heißt, wir brauchen 12 Stöcke. Uns auch. So, und dann haben wir, jetzt müssen wir mal gerade noch gucken, sind die Landwirte fertig geworden? Das schauen wir gleich noch. Ups. Das ist ja nicht unwichtig, weil sonst müssen wir nacharbeiten. Sonst steht Nacharbeit für uns an. Nachsitzen sozusagen. Aber mit ein bisschen Glück haben sie es geschafft. Also eigentlich sollten sie es geschafft haben. So, das sieht aus. Hier haben wir Karotte. Das haben sie nicht fertig gemacht. Rote Beete haben sie angefangen. Okay. Wir brauchen rote Beete. Säckchen und rote Beete. Säckchen und rote Beete Samen. Ich hoffe, ich habe welchen. Ja, haben wir. Gerade nicht, wie viel wir brauchen. Das sollte aber eigentlich reichen. So, hier ist rote Beete, da ist Karotte. Säckchen. Feld, wo haben wir rote Beete? Da. Dann machen wir das geschwind. Ich gehe extra hier entlang. Dass ich Hallo? Dass ich
da nicht versehentlich die Karotten überarbeite oder übersähe. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich will es aber auch nicht testen. So. Könnten das mal aus der Perspektive machen. Das ist vielleicht einfacher. Gibt tatsächlich ein paar Fälle, wo ich die Third-Person-Perspektive angenehmer finde. Zum einen ist natürlich zum Gebäude platzieren. Zum anderen ist es manchmal bei solchen Sachen ist das manchmal einfach übersichtlicher. So, aber was ich auch sehe, ist die Zeit ist um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.